Segne, o Herr, diese unsere Radiostation, damit alle, die sie nach deinem Willen bedienen, im Glauben wachsen und von dir Hilfe und Schutz erfahren. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Bitte seien Sie sparsam mit dem Weihwasser. Die Geräte sind empfindlich. So, dann kannst du ja losgehen. Punkt 10 von der Halle. Wo bleibt ihr denn? Hier. Die große Preise von Maiwein. Nicht jetzt, Mensch. Ja, hoffentlich verpennt Frau Bebel nicht ihren Einsatz. Zehn Uhr hat's geheißen. Jetzt ist schon eins nach. Aber das fängt ja gut an. Ja, vielleicht haben Sie den falschen Sender eingestellt. Oder Ihre Uhr geht vor. 103,5. Wenigstens hat er so ausgemacht. Aber ich habe ja gleich gesagt, das funktioniert nie. Aber unser Bischof wollte ja nicht auf mich hören. Das wird eine einzige Blamage, sage ich Ihnen. Eine einzige Blamage. Was wollen Sie denn? In 30 Sekunden ist das soweit, Herr Bischof. Ach so, Radio St. Augustin. Da bin ich mal gespannt. Jetzt machen Sie doch nicht so ein Gesicht, Herr Selenius. Es wird höchste Zeit, dass wir auch mal auf den Busch klopfen. Haben Sie denn die richtige Wellenlänge eingestellt? Ja, ja, natürlich. 103,5. Christen, Mohammedaner und Heiden da draußen. Ihr habt ganz richtig gehört, das waren die Glocken von St. Augustin. Aber diesmal nicht zu Fuß durch die Luft, sondern über den Äther, über Ultrakurzwelle. Radio St. Augustin. Da-da-da-dam-dam. Das ist Radio zum Anfassen, das ist Radio zum Reinbeißen, das ist Radio zum Mitsingen. Und zwar nonstop, 24 Stunden am Tag. Und für diejenigen, die die Rollläden jetzt noch nicht hochgezogen haben sollten, hier gleich eine wichtige Information. Die Sonne scheint und von hier oben ist keine einzige Wolke zu sehen. Noch nicht einmal aus dem Schornstein der Firma Dannecker, denn die haben jetzt nämlich einen Filter. Sie können also ruhig ihre Wäsche wieder draußen aufhängen und ihre Geranien können aufblühen. Und jetzt halten Sie Ihre Tapeten fest. Meinen Segen habt ihr. Meine Meinung behalte ich lieber für mich. Keine Angst, Herr Kelfmann. Ich pass schon auf, dass die Jungs nicht durch die Decke gehen. Prost, Prost, Prost. Darf ich mir eine Bemerkung erlauben, Herr Bischof? Nein. Und das Ding lassen Sie hier stehen. Halt, wo gehen Sie denn hin? Entschuldigen Sie, aber ich muss dringend ins Pfarrhaus. Christen, Mohammedaner und Heiden. Die Packung muss sowieso 10 Minuten wirken. Sie passen auf den Laden auf, bis ich wieder zurück bin, ja? Mohammedaner und Heiden. Die Pygmäen und die Hottentotten hat er wohl vergessen. Ich glaube, mir platzt der Schnuller. Der hat endlich mal eine Tasse im Schrank, dieser Vollspinner. Herr Kempfert, ja? Ich habe eine Wohnung. Was? Von wem denn? Von der Stadt. Aha. Ich hatte einen Antrag gestellt. Kann ich mal bei Ihnen telefonieren? Aber natürlich. Danke. Herr Kempfert. Ja? Sie haben es nicht vergessen, wegen heute Abend. Ohne Sie bin ich aufgeschmissen. Wenn ich gewusst hätte, dass ich bei dir den Nachhilfelehrer spielen muss in Latein, dann hätte ich dich doch lieber Französisch lernen lassen. Latein ist die Mutter aller Sprachen und des logischen Denkens. Das haben Sie gesagt. Ja, ja. Man sagt viel, wenn der Tag lang ist. Also dann, bis heute Abend. Danke. Tschüss. Tschüss. Ja,
Sie haben ganz richtig gehört. Radio St. Augustin. Ta 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 ta. Und wenn Sie jetzt den Knopf an Ihrem Radio genau da lassen, wo er jetzt steht, und Ihren Staubsauger mal kurz abstellen, dann erfahren Sie jetzt von unserer rasenden Reporterin Elke Biebel, welche fantastischen Sonderangebote der letzte Einzelhändler von Eberfeld, Otto Brenninger, für Sie auf seinen wackeligen Regalen bereithält. Ja, nichts wie hin, Leute, und die Einkaufstasche nicht vergessen, denn bei Otto gibt es keine Plastiktüten. Und wohin auch mit dem ganzen Müll? Bio ist angesagt und wir leben gesund. Ist das Ihre Station? Radio St. Augustin. Also, Weißkraut 1. Und wann hören wir von Ihnen die erste Radiopredigt? Da können Sie lange warten. Wer mich hören will, der soll in die Kirche kommen. Ja, natürlich, Herr Lobsam. Könnte ich vielleicht ein bisschen früher vorbeikommen, weil da, wo ich arbeite, da ist mittags viel los. Doch, natürlich bin ich sehr interessiert. Ja, ja, es wird schon gehen. Ja, auf. Na, bekommen Sie die Wohnung? Ja, ich glaube, aber ich muss vorher noch persönlich vorbeigehen wegen der Formalitäten. Und ich weiß nicht, ob ich das noch vormittags schaffe. Die Wohnung geht vor. Ich kann Sie an der Eberbock vertreten, bis Sie wieder zurück sind. Das wird Herrn Maywald aber gar nicht recht sein. Nee, Frau Karnitz, in der Eberbock hat die Frau Maywald das Sagen und nicht der Herr Maywald. Aber das sagen Sie bitte nicht weiter, gell? Sonst kommt er vielleicht noch auf dumme Gedanken. Naja, solange der rumbrüllen darf, ist ja auch alles in Ordnung. Sie können ja bis zur S-Bahn mein Fahrrad nehmen. Danke, Frau Böbel. Sie sind so freundlich zu mir. Aber die Rosi hole ich heute selber vom Kindergarten. Aber das mache ich doch gern, wenn Sie erst Ihre eigene Wohnung wieder haben. Und beim Maywald verdienen Sie ja auch nicht schlecht. Dann kommt schon wieder alles in Ordnung. Also dann auf Wiedersehen. Wiedersehen. Ich bin spätestens Mittag zurück. Ja, hier ist St. Augustin. Nein, der Pfarrer ist nicht mehr da. Er ist auf dem Weg zu Ihnen, Herr Dannecker. Er ist halt ein bisschen später geworden, wegen unserem Radio St. Augustin. Was, das wissen Sie nicht? Ja, wir haben jetzt ein eigenes Radio auf UKW 103,5, ziemlich links. Es wird Zeit für die Nachrichten. 5 Minuten vor jeder vollen Stunde, sowas ausgemacht. Das ist doch gleich. Na ja, noch ein Titel und dann kommen Sie dran, okay? Ja, aber zur Not musst du vorher rausgehen. Es ist ganz wichtig, dass wir immer pünktlich sind. Ja, mach ich ja. Psst. Ich hoffe, dass unsere liebe Erna Steinmetz, die heute 90 wird, mit dieser Fassung ihres Lieblingsliedes gut in das 91. hinüberrutscht. Oma Steinmetz liegt übrigens im Diakonissenkrankenhaus, Zimmer 317. Vielleicht hat der ein oder andere ja mal Lust, bei ihr vorbeizuschauen. Und in genau 3 Minuten sind wieder die Nachrichten fällig. Bis dahin berieseln wir Sie mit dem meistgedrückten Titel aus der Musicbox unseres Stammlokals und kulinarischem Treffpunkt der Alkoholiker von Eberfeld, ja, der bist du Eberburg. Mit den besten Empfehlungen von Kurt Maywald und seiner Frau Trude, die sich auf ihren Besuch freuen. Kulinarischer Treffpunkt für die Alkoholiker Eberfels? Du bist denn verrückt? Wenn der Maywald das hört, dann ist sofort sein Geld zurück. Das ist doch keine Werbung! Lieber Herr Stutz, die Gestaltung der Werbespots liegt in der Verantwortung der Redaktion und nicht der Buchhaltung. So. Und wer hat die Aufträge reingeholt? Hm? Ich. Und wer wird letztendlich dafür verantwortlich gemacht, wenn hier ehrbare Geschäftsleute der Gemeinde durch den Kakao gezogen werden? Ich. Und wer wird den Laden dicht machen, wenn ihr so weitermacht, und zwar noch vor dem Rosenkranz heute Nachmittag? Sie bestimmt nicht. Nein, aber unser Bischof. Jedenfalls werde ich ihm das wärmstens empfehlen. Das Ganze ist sowieso der reinste, nackte Wahnsinn. Ja, apropos Wahnsinn. Ihren Text da, den können wir so nicht senden. Wieso? Das habe ich selbst getextet. Eben. Eben. Hier. Der Christ in dieser unserer schnelllebigen und gottlosen Zeit braucht hin und wieder einen Tag der Besinnung und Einkehr, um seinem Leben wieder einen tieferen Sinn zu geben. Das stimmt doch, oder? Tausende und Abertausende gequälter Seelen und geschundener Leiber finden an den Stufen des Altars der schwarzen Madonna von Altötting Jahr für Jahr Labsal für ihre Zweifel und Gebrechen. Ja, genau. Ja. Noch haben wir ein paar Plätze in unserem Wallfahrtsbus am nächsten Samstag frei. Interessenten melden sich bitte im Friseursalon Theo Stutz beim Inhaber Theo Stutz. Theo Stutz ist auch gerne bereit, Sie in Fragen der Kosmetik und des Hairstylings zu beraten. Theo Stutz empfiehlt auch sein Sonderangebot zur Wallfahrt, Waschen, Tönen, Legen, alles zum Wallfahrtssonderpass. Das verstehe ich unter Werbung. Das hat Erfolg. Labsal für Ihre Zweifel und Gebrechen. Wallfahrtssonderpass.
Wenn wir das senden, Herr Stutz, dann können Sie sich Ihre Wallfahrt nach Altötting sparen. Dann kommt die schwarze Madonna höchstpersönlich nach Eberfeld und lässt sich von Theo Stutz die Haare tönen. Das wird gesendet, so wie es dasteht. Keine Angst, Herr Stutz, lassen Sie mich mal machen. Ihren Bus bekommen wir schon voll, aber damit locken Sie nun wirklich keinen am Samstag von der Glotze weg. Und das mit dem Legen und Tönen, also das lassen wir lieber weg. Na, also wenn Sie Reklame für Ihre Dauerwellen machen wollen, dann kostet das nämlich was. Schnaps ist Schnaps und Weihwasser ist Weihwasser. Altötting ist umsonst, aber Ihre Dauerwellen kosten was. Oh Gott, die Frau Doktor. Nur noch 20 Sekunden, Sie sind dran, Herr Badusch. Los, schnell. Nein, nein. So, warten Sie, fertig? Jetzt. Es ist genau 11:55. Ich korrigiere, es ist 11:05. Im Mittelpunkt der Nachrichten von St. Augustin, zusammengestellt von Klaus Badusch, steht heute und auch in Zukunft die Entwicklung im Werk Eberfeld der Dannecker AG. Werk Eberfeld ist immerhin so eng mit unserer Stadt verbunden wie Rom mit dem Vatikan. Und wenn der Vergleich erlaubt ist, auch in Rom würde man sich Sorgen machen, wenn die Schweizer Garde beschließen würde, den Heiligen Stuhl zu übernehmen und den Vatikan in eigener Regie weiterzuführen. Deshalb sei es auch uns hier erlaubt, uns Gedanken zu machen, wenn man sich im Werk Eberfeld nicht im Klaren ist, wer eigentlich die Geschäftsleitung hat. Leo Busche, Jutta Dannecker oder Wilhelm Dannecker? Ja. Eigentlich hat er ja recht. Na ja. Recht haben und Recht behalten, das sind zweierlei Stiefel. Schwester Sophie hat zum Beispiel recht, wenn sie behauptet, dass sie schon längst tot sein müsste, aber ich lebe noch. Und ich werde auch noch den Tag der Hochzeit meiner Tochter erleben und deshalb habe ich sie hergebeten. Mir fehlt nämlich noch das passende Hochzeitsgeschenk und da habe ich mir gedacht, schon im Interesse meines Schwiegersohns, der sich ja noch partout in den Kopf gesetzt hat, Werk Eberfeld auf Teufel komm raus zu retten und im Interesse der guten Beziehung zwischen meiner Tochter und ihm, Leo Busche, Werk Eberfeld zu übergeben. Ach, Sophie. Holen Sie doch bitte unserem Mann Pfarrer ein Stück Rhabarberkuchen. Ja? Nein. Lass schon gut, Herr Kempfert. Herr Dannecker will mich nur los sein. Kluges Kind. Wenn ich mal abkratze, kann ich Sie Ihnen wärmstens empfehlen. Sie müssen noch ziemlich einsam sein da drüben in Ihrem Pfarrhaus, seit Ihre Schwester weg ist. Ich bin eigentlich froh, wenn ich alleine bin. Sie wissen ganz genau, wie ich das meine. Jeder Mensch braucht einen Menschen, dem man nichts vormachen kann. Und Schwester Sophie kann keiner was vormachen, nicht einmal ich. Und Sie schon gar nicht. Ich will doch auch keinem was vormachen. Doch, Herr Kempfer, doch. Sie wollen sich und anderen vormachen, dass der Schöpfer des Universums und der Erde ausgerechnet im Fall Eberfeld ein Auge zudrückt und ein kleines Wunder tut. Nein, das habe ich nie gesagt. Aber gedacht. Denn was Sie von uns fordern und was Sie den Arbeitern gegenüber mehr als einmal geäußert haben, es läuft aufs Gleiche raus. Herr Dannecker, die Menschen haben ein Recht auf ihren Arbeitsplatz. Das steht nicht nur im Grundgesetz. Das ist ein lebendiges Recht. Ein Recht, für das unsere Väter und Großväter ihr Leben eingesetzt haben. Da kann jetzt keiner kommen und Ihnen eine schlaue Rechnung aufmachen. Oder noch schlimmer, Sie belügen. Und das tut Leo Busche doch, wenn er Ihnen nicht sagt, dass demnächst jeder Dritte oder Vierte gehen muss. Aber wenn es doch zum Wohl des großen Ganzen sein muss? Herr Dannecker, mit diesem Spruch wird und wurde schon so viel Schindluder getrieben. Die Wahrheit ist, wenn es jedem Einzelnen gut geht, wenn jeder Einzelne stark ist, dann ist auch das Ganze stark. Da brauchen Sie nicht die eine Hälfte zu opfern, damit es der anderen gut geht. Sie glauben also wirklich, dass das Wasser auch manchmal aufwärts fließen kann? Ja, ich glaube Abendwunder. Aber die kommen nicht von selbst, die fallen nicht vom Himmel. Da müssen die Menschen nachhelfen. Sehr gut, Herr Kempfert, geben Sie sie. Mit eurer verlogenen Sozialromantik weckt er doch nur falsche Hoffnungen bei den Leuten. Und wenn dann das Unvermeidliche passiert, weil es passieren muss, was dann? Verlogen, Herr Dannecker, ist nicht das Christentum. Verlogen ist das, was Sie und die christlichen Bürokraten und christlichen Politokraten daraus gemacht haben. Der Mann bringt mich um. Der Mann hat recht, Wilhelm. Und die Wahrheit bringt keinen um.
Nein, danke, Herr Deutz. Ich gehe lieber zu Fuß. Wiedersehen, Herr Kemper. Wiedersehen. Na los, setzen Sie sich. Name? Heidi Karnitz. 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 Ah ja, da ist sie ja. Heidi Karnitz. Kirchplatz 1. Ledig ein Kind. Geschieden. Alleinstehende Mutter. Sie haben mir geschrieben, dass ich eine Wohnung bekommen kann. Bekommen? In Aussicht gestellt. Und wie ich Ihnen am Telefon bereits sagte, gibt es da einen Punkt, über den wir uns erst noch klar werden müssen. Sie sind doch in Arbeit. Ja. Naja, es ist ja schon mal was. Was heißt in Aussicht gestellt? Tja, sehen Sie, die deutsche Sprache verfügt über eine unglaubliche Fülle von Schattierungen. Zwischen einer Wohnung wollen und einer Wohnung zugeteilt bekommen, gibt es feine graduelle Abstufungen. Antrag stellen, Antrag begutachten, Antrag erwägen, Notlage berücksichtigen, Befürwortung in Aussicht stellen, bei der Vergabe berücksichtigen, in die engere Wahl ziehen, Antrag positiv entscheiden, Bezugsrecht erteilen. Ja, und das alles kann dauern, liebe Frau Karnitz, besonders wenn preiswerte Sozialwohnungen knapp sind. Dann haben Sie also keine Wohnung? Doch, doch. Nur versetzen Sie sich mal in meine Lage. Ich habe 4.317 Antragsteller und 189 Wohnungen. All diese Schicksale. Bin ich der liebe Gott? Wie verdienen Sie? Im Monat, meine ich. Das weiß ich noch nicht. Ich habe gerade erst angefangen. Als Kellnerin in der Eberburg. Die Eberburg in Eberfeld? Das ist ja großartig. Das ist ja eine Goldgrube. Da kommen Sie ja im Monat leicht auf Ihre 2.000 bis 3.000 Mark inklusive Trinkgeld. Ja, meinen Sie? Mhm. Ja. Sie wissen ja gar nicht, was für ein Glück Sie da gehabt haben, Frau Karnitz. Ja? Entschuldigung. 90% meiner Antragsteller sind arbeitslos. Also herzlichen Glückwunsch. Damit haben sich Ihre Aussichten auf eine preiswerte Sozialwohnung wesentlich verbessert. Ja? Ja. Sehen Sie, also solvente Antragsteller werden natürlich bei der Vergabe preiswerter Sozialwohnungen besonders berücksichtigt. Unter diesen Umständen dürfte es Ihnen ja gar nicht schwerfallen, die erforderliche Kaution zu stellen. Kaution? Wie soll ich das verstehen? Na ja, also sagen wir 3.000 Mark und die Wohnung gehört Ihnen. Hm? 3.000 Mark? Wo soll ich denn die hernehmen? Lassen Sie sich von Ihrem Arbeitgeber einen Vorschuss geben, das dürfte ja kein Problem sein. So, und übrigens müssen Sie mich jetzt entschuldigen. Eigentlich ist das Amt schon längst geschlossen und ich habe schon meine halbe Mittagspause mit Ihnen verplempert. Ach ja, und noch etwas, Frau Karnitz. Es wäre gut, wenn Sie die Angelegenheit diskret behandeln würden. Wenn sich nämlich herumspricht, dass wir bestimmte Antragsteller bevorzugt behandeln, dann gibt das nur böses Blut. Sie verstehen? Verstehe, Herr Lübsam. Verstehe. Ah ja, Frau Karnitz, es wäre auch gut, wenn Sie aus dem gleichen Grunde das Geld in bar vorbeibringen würden. Auf Wiedersehen. So, meine Herrschaften. Was für heute? Doch schlecht.
Komm, jetzt leg dich mal auf die Matte. Ruf jetzt mal deine Mama an, ja? Das ist guter alter Hardrock. Und die Jungs, die mir das Tape geschickt haben, nennen sich Agent Orange. Sie sind wohl das einzig Gute, was aus unserem Nachbarort Guggenheim kommt. Denn wie alle Eberfelder wissen, ist aus Guggenheim noch selten etwas Gutes gekommen. Nicht nur haben sie unsere Eberfelder Kicker letzten Sonntag 4:0 eingeebnet. Nein, sie wollen uns auch die letzte Feuchtwiese von Eberfeld wegnehmen und darauf 17 Tennisplätze anlegen. So geht's ja nicht. Wir können dem lieben Gott doch nicht seine letzte Feuchtwiese wegnehmen. Da kommt ja sein ganzer Schöpfungsplan durcheinander. Ohne Mücken keine Frösche, ohne Frösche keine Störche und ohne Störche keine Babys. Ja, denkt mal drüber nach. Und wenn ihr schon dabei seid, denkt mal darüber nach, ob ihr Lust habt, nächsten Samstag mit unserer Gemeinde nach Altötting zu fahren. Der Bus, den unser rühriger Gemeinderat Theo Stutz organisiert hat, ist erst halb voll. Die schwarze Madonna von Altötting soll ja schon einige Wunder vollbracht haben. Sie wird auch das Wunder vollbringen, den Bus von unserem Theo Stutz zu füllen. Außerdem wird unsere Reporterin Elke mit an Bord sein, um vor Ort zu überprüfen, was an der Sache dran ist. Abfahrt also nächsten Samstag nach der Frühmesse vom Kirchplatz. Karten gibt es im Friseursalon Theo Stutz. Ach, eine Katastrophe, die Frau Kranitz. Hm? Wahrscheinlich hat das mit der Wohnung nicht geklappt. Und jetzt ist auch noch die Rosi krank. Und wie kann ich helfen? Ja, ich weiß es auch nicht. Vielleicht sollten Sie mal mit ihr sprechen. Die Frau tut mir so leid. Und jetzt auch noch die Sachen mit dem Kind. Naja, also so schlimm kann es ja wohl nicht sein. Die Rosi hat sicher irgendetwas gegessen, was sie nicht bekommt. Und mit der Wohnung, das wäre ja fast zu schön gewesen, um wahr zu sein. Ja, und der Herr Maywald ist ja auch schon so sauer. Hoffentlich bereut er es nicht, dass er sie angestellt hat. Und ausgerechnet heute, wo doch die Frau Maywald gar keine Zeit hat, wo die doch heute dieses Meeting hat. Was für ein Meeting? Ach ja, ich bin auch eingeladen. Ich wollte Sie immer schon einmal fragen, was heißt denn eigentlich New Age? New Age? Sie meinen, dass die Frau Maywald in der Eberburg eine New-Age-Veranstaltung macht. Mhm. Und diese Luise Hollerbeck, die das Buch geschrieben hat, Wanderung der Seele, die kommt auch. Na dann, viel Spaß. Ja, ist das was Schlimmes? Nein, nein, Frau Bebel. Wenn Sie der Gedanke nicht stört, dass Sie im früheren Leben vielleicht mal ein Laubfrosch waren. Aber Herr Pfarrer. Marion, das Gulasch und die Rippchen. Einmal Gulasch. Aber um 4 muss ich zur Schwangerschaftsgymnastik. Mhm. Schwangerschaftsgymnastik? Was soll denn der Quatsch? So eine Art Hebammen-Aerobik oder was? Deine Mutter hat dich ohne jegliche Gymnastik zur Welt gebracht. Und fehlt dir was? Ja. Mit mir kann man es ja machen. Die heilige Dreifaltigkeit. Zapfen, bedienen und jetzt auch noch kochen. Grüß Gott, Herr Maywald. Ja, schön, dass Sie kommen. Da können Sie da drüben mal eingreifen. Da ist der Affe los. Was soll ich denn jetzt schon wieder gemacht haben? Nichts. Nichts. Das ist es eben. Sie schauen seelenruhig zu, wie unter Ihren Augen im Schatten des Kirchturms das Sektenleben blüht und gedeiht. Ach, Sie meinen diese Veranstaltung? Ja, und ich Idiot, lass mich von meiner Frau noch breit quatschen und jetzt stehe ich da. Riechen Sie das? Räucherstäbchen. Ja, jedenfalls besser wie der Zigarettenqualm. Mit Ihnen rede ich doch gar nicht. Sehen Sie zu, dass die Frau Kranitz sich eine Schürze umbindet und endlich anfängt hier zu servieren. Kaum 3 Tage da, aber schon Vorschuss haben wollen. Das haben wir gern. Gymnastik, Aerobik. Also Fieber hat sie keins. Und wenn, dann nur ganz leicht. Kein Wunder, dass es dem Kind schlecht wird. Lass doch mal ein bisschen Luft rein. Kommen Sie, Frau Kranitz, ich bring Rosi ins Bett. Komm, jetzt kriegst du einen Tee. Und schläfst schön und morgen früh geht's dir viel besser. Gell? Mama. Ja, schön, komm gleich nach. Jetzt erzählen Sie mir mal, was auf dem Amt los war, ja? Da gibt's nichts zu erzählen. Also. Können Sie mir 3.000 Mark leihen, Herr Pfarrer?
Wofür? Das kann ich nicht sagen. Haben Sie kein Vertrauen? Können Sie mir das Geld geben oder nicht? Darf ich mal raten? Sie brauchen es für die Wohnung, oder? Bitte, Herr Kempfert. Da kann man nichts dran ändern. Nein, nein, Frau Karnitz. Man muss sich nicht alles gefallen lassen. Hat der Beamte tatsächlich 3000 Mark von Ihnen verlangt? Bitte, Herr Kempfert, machen Sie mir keinen Ärger. Irgendwie kriege ich die Kaution zusammen und dann habe ich eine Wohnung für Rosi und mich. Kaution? Für eine Sozialwohnung? Aber Frau Karnitz, das ist ja Bestechung. Und es gibt Mittel und Wege, dem Herrn das Handwerk zu legen. Ja, und dann? Da draußen stehen 3000 Leute und warten auf eine Wohnung. Da glauben Sie im Ernst, wenn Sie jetzt hingehen und mir Ärger machen, dass Sie mir dadurch helfen? Wie heißt der Mensch? Nein. Frau Karnitz, ich verspreche Ihnen, ich mache Ihnen keinen Ärger. Sie bekommen Ihre Wohnung. Aber dazu muss ich natürlich wissen, wie dieser Herr heißt, der die Kaution haben will. Lobsam. Was für ein schöner Name. Und wo finde ich einen Lobsam? Sie gehen jetzt drüber ins Pfarrhaus und kümmern sich um Ihre Kleine. Und sagen Sie, Frau Bebel, falls jemand zum Beichten kommt, sie soll den Leuten sagen, dass ich mich etwas verspäte, ja? Was ist denn? Geht sie jetzt oder wie? Ja, sie muss sich um ihre Tochter kümmern, aber keine Angst, es kommt noch schlimmer. Ich brauche schnell mal 3000 Mark. Und wie ich Sie kenne, haben Sie doch bestimmt was Bares unter der Matratze. Es ist nicht für Frau Karnitz. Es ist für mich. Ich brauche das Geld auch nur für ein paar Stunden. Bitte, Herr Maywald. Wann kriege ich es wieder? Heute Abend. Okay, warten Sie. Halt! Halt! Wie schickt mir der Himmel, Herr Metzger? Können Sie mich schnell rüber nach Frankfurt fahren? Bei der Gelegenheit können wir dann die Wallfahrt nach Altötting besprechen. Auf dem Rückweg kann ich ja dann fahren. Wir müssen noch dringend die Anfahrt am Berg üben. Da hapert es bei mir nämlich noch. Nach Frankfurt? Ja. Ich wollte gerade eine Kleinigkeit essen. Na, wollen wir das nicht alle, Herr Metzger? Herr Kempfert. Schalten Sie doch mal das Radio ein. Wir rühren nämlich schon kräftig die Werbetrommel für Ihre Wallfahrt. Los! Anmeldung ist Zimmer 217. Aber ich denke, es ist Ihnen lieber, wenn ich den Behördenweg etwas abkürze und das Geld Ihnen persönlich abgebe. Mein Name ist Kempfert. Ich komme im Auftrag von Frau Karnitz. Herr Lobsam war so entgegenkommend, ihr eine Wohnung beschaffen zu wollen. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie dankbar ich Ihnen bin. Kempfert. Adam Kempfert. Ich bin der Pfarrer von Eberfeld. Frau Karnitz ist im Augenblick bei mir untergebracht. Aber das ist ja kein Zustand, nicht wahr? Ja, also hier die 3000 Mark wie abgemacht. Wollen Sie nicht nachzählen? Sagen Sie mal, sind Sie von einem guten Gaste verlassen? Was soll das? Ja, das habe ich anfangs auch gedacht, aber diese unbürokratische Methode scheint ja hier in Ihrer Dienststelle üblich zu sein. Also ich finde das sehr flexibel. Herr Lobsam, sagen Sie. Ja, Lobsam. Er bearbeitet die Akte gar nicht.
Lobsam, kommen Sie mal bitte zu mir rüber und bringen Sie den Antrag Karnitz mit. Nein, nicht gleich, sondern sofort. Nehmen Sie doch Platz, Herr Pfarrer. Bitte. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, was diese Frau alles mitgemacht hat. Eine alleinstehende Mutter hat es ja heutzutage schwer genug, nicht wahr? Und dann dieser Unfall, das Krankenhaus. Diese Wohnung ist praktisch der erste Lichtblick in ihrem Leben. Was sind da schon 3000 Mark Kaution? Kaution? Was soll das, Lobsam? Seit wann verlangen wir Kaution? Kaution? Wie kommen Sie denn darauf? Mark, Herr Lobsam. Der Herr Pfarrer hier bringt mir 3000 Mark und behauptet, Sie hätten von Frau Karnitz Kaution verlangt. Das muss ein Missverständnis sein. Wir haben über Frau Karnitz Einkünfte gesprochen. 3000 Mark verdient sie doch monatlich als Kellnerin. Ach, so ist das. Ja, und ich dachte schon, ja, dann ist ja alles bestens. Dann kann ich also davon ausgehen, dass Frau Karnitz ihre Wohnung bekommt, auch ohne Kaution? Selbstredend, Herr Pfarrer. Die Sache ist mir äußerst peinlich. Und ich entschuldige mich in aller Form bei Frau Karnitz. Bitte richten Sie das aus. Das werde ich tun. Und wann kann Frau Karnitz mit ihrer Wohnung rechnen? Herr Lobsam wird sich persönlich darum kümmern. Ich weiß nicht. Nicht wahr, Herr Lobsam? Ich werde sehen, was ich tun kann. Ich hoffe, dass damit die Angelegenheit aus der Welt geschafft ist, Herr Pfarrer. Ich auch, Herr Gerold. Ich auch. Dann kann ich also Frau Karnitz sagen, dass sie am nächsten 1. einziehen kann. Ja? Ja. Auf Wiedersehen, meine Herren. Auf Wiedersehen, Herr Pfarrer. Woher soll ich denn ahnen, dass diese dusselige Kuh gleich zu ihrem Pfarrer rennt? Die hat so einen verhuschten Eindruck gemacht. Mensch, Georgi, du wirst doch von diesem Pfaffen nicht das Geschäft verderben lassen. Der kann doch nicht bis 3 zählen. Denn die Karnitz wird sich hüten, uns Scherereien zu machen. Nicht bis 3 zählen? Da hat dich über den Tisch gezogen, ohne dass du es gemerkt hast. Nee, nee, mein Lieber, du sorgst dafür, dass diese Karnitz eine Wohnung kriegt. Und dann bete zu Gott, dass da nicht noch etwas nachkommt. Ist das klar? Da kann ich Ihnen jetzt schon sagen, dass Gott Ihr Gebet wohlwollender hören wird und Ihnen in seiner unendlichen Güte die Gnade der Reue, wenn nicht gar Zerknirschung, zuteil werden lässt. Sie sind mir ja ein schönes Duo. Sich an der Notlage anderer zu bereichern, ist ja wohl das Allerletzte. Und außerdem so dumm dreist. Vorsicht, Sie können uns nichts beweisen, gell? Das habe ich auch nicht vor. Wegen 2 faulen Äpfeln werde ich doch nicht den ganzen Apfelbaum zu Kleinholz machen. Nee, aber Sie werden dafür sorgen, dass Ihre Kautionen zurückgezahlt werden. Sonst kriegen Sie es mit mir zu tun. Haben Sie mich verstanden? Jetzt haben wir den Salat. Der bläst sich nur auf. Schluss jetzt. Sei froh, dass er keinen Wirbel veranstaltet. Und als nächstes besorgst du dieser Karnitz seine Wohnung. Das ist eine dienstliche Anordnung. Was Nerven? Soll ich ja bis zum ersten eine Wohnung hernehmen? Dann ziehst du eben aus deinem Junggesellenparadies aus. Aber die Frau kriegt eine Wohnung. Was soll das? Komm, das verstehst du nicht. Und du, mach die Musikbox leiser. Hören Sie mal. Direkt unheimlich, hm? Eine Atemübung. Können Sie auch mal versuchen, Herr Maywald. Jetzt fangen Sie auch noch an. Es wird Sie sicher überraschen, wenn ich Ihnen sage, dass unser Halleluja zu Beginn auch nichts anderes als eine Atemübung war. Halleluja. Machen Sie mal.
Hallelu. Nein, nein, nein. Nee, mit dem Trick kriegen Sie mich nicht zum Halleluja singen. Und übrigens, was ich Ihnen schon sagen wollte, mit dieser toleranten Einstellung, da müssen Sie sich nicht wundern, dass die Leute Ihnen weglaufen. Hm? Guten Abend, Frau Kanitz. Guten Abend, Frau. Alles klar. Am nächsten Ersten können Sie einziehen. Herr Lobsam lässt es sich nicht nehmen, sich persönlich darum zu kümmern. Ja, und was ist damit? Wie heißt es im Alten Testament? Die linke Hand soll nicht wissen, was die rechte tut. Wie geht's, Rosi? Sie schläft. Frau Bebel ist bei ihr. Ach, drüben wartet Herr Strecker auf Sie. Charlie? Oh, den habe ich ja ganz vergessen. Also dann, gute Nacht. Nacht, Herr Pfarrer. Tut mir leid, Charlie, aber es ging nicht früher. Schon gut. Ich habe schon mal angefangen. Ja? Aber hier mit dem Ablativ komme ich irgendwie nicht klar. Also, im Deutschen gibt's ja auch nur 4 Fälle. Das sollte doch eigentlich reichen. Ja, anders habe ich auch immer gedacht in der Fahrschule, dass 4 Gänge reichen. Aber ein 5. ist ganz praktisch und so ist es mit dem Ablativ im Latein. Da kannst du jemand wie der Dichter Horaz ganz fantastische Sachen. Ich freue mich ganz besonders heute Abend den Bischof unserer Diözese, Herrn Neubauer. Ja, das ist doch... Guten Abend, Exzellenz. Guten Abend. Ich bin gleich wieder da. Da Sie schon einmal da sind, möchte ich Ihnen gleich eine Frage stellen, die wahrscheinlich jeder unserer Zuhörer Ihnen gerne stellen würde. Bitte? Warum macht die Kirche es uns einfachen, normalen Menschen so schwer, sie gern zu haben? Gern haben? Ja. Also ich persönlich habe damit ziemliche Schwierigkeiten. Ja, ich glaube, wir geben uns doch alle erdenkliche Mühe, auch den Menschen von heute etwas zu bieten. Ja, aber das ist es ja. Wer sagt denn, dass wir etwas geboten haben wollen? Da wird man einfach das Gefühl nicht los, dass man in die Kirche gelockt werden soll. Und dann ist es doch immer irgendwie peinlich, gerade weil ihr euch so viel Mühe gebt. Wenn ich mich amüsieren will, dann gehe ich in die Disco oder ins Kino. Aber in der Kirche erwarte ich etwas anderes, etwas, was es sonst nirgendwo gibt. Ja, was denn? Also, ich weiß nicht, Stille. Vielleicht das Gefühl, geborgen zu sein in etwas, das größer ist als alles andere. Größer als die Welt. Gott. Na, so weit will ich gar nicht gehen. Die meisten Leute da draußen glauben nicht an Gott. Oder haben es aufgegeben. Glauben Sie an Gott? Ja. Ja, ich glaube an Gott, ja. Na, dann sind Sie ja fein raus. Also ich habe da meine Probleme und bin nicht allein. In der Kneipe gegenüber findet gerade eine Konkurrenzveranstaltung zu unserem Kirchenprogramm statt. New Age, Seelenwanderung und was weiß ich nicht noch alles. Beunruhigt Sie das nicht? Nein, überhaupt nicht. Sehen Sie, es gibt viele Menschen, aber es gibt nur einen Gott. Und wir suchen doch alle den gleichen. Aber vor allem noch in einer anderen Kirche. Wer sucht, der wird finden. Sicher. Fragt sich nur, wann und wo. Wir danken Ihnen für dieses Gespräch, das, wie ich hoffe, unseren Zuhörern einen heftigen Anlass zur Diskussion geben wird. Rufen Sie uns an. Unsere Telefonnummer finden Sie auch bald im Telefonbuch. 220-101. Ist was? Also, das ist mir noch nie passiert. Das ist mir wirklich noch nie passiert. Du hast mich ganz schön aufs Kreuz gelegt, mein Lieber. Finden Sie. Also, es tut mir leid, wenn Sie das so eng sehen. Ich habe nur das gesagt, was ich denke. Passiert dann nicht? Also, ich glaube, mit diesem Radio St. Augustin haben wir uns selber ein Ei auf die Schiene genagelt, mein Lieber. Sag mal, wie redst du denn, Ei auf die Schiene genagelt? Na, ich habe den ganzen Tag Radio gehört. Solltest du vielleicht auch mal. Also, Jungs, gute Nacht. Ja, gute Nacht, Herr Bischof. Sie können auch darunter gehen, das ist bequemer. Ah, ja. Ja? Hier. Ja. Wiederschauen. Anna, wie geht's dir? Das macht die Fabrik. Du exponierst dich doch hoffentlich nicht. Mit dir als Rückendeckung kann mir doch nichts passieren. Vater, wir sind doch nicht die Gewerkschaft. Wer sind wir denn eigentlich? Kannst du mir das sagen? Wir sind die katholische Kirche. Naja. Eine lästig gewordene Gewohnheit, ein Apparat. Das war mal das Haus Gottes, in dem jeder Zuflucht gefunden hat. Und heute? Wir leben unseren Glauben nicht mehr, Johannes. Wir verwalten ihn.
Verwaltern wie dir könnten wir ihn noch leben. Segne, o Herr, diese unsere Radiostation, damit alle, die sie nach deinem Willen bedienen, im Glauben wachsen und von dir Hilfe und Schutz erfahren. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Bitte seien Sie sparsam mit dem Weihwasser. Die Geräte sind empfindlich. So, dann kannst du ja losgehen. Punkt 10 von der Wo bleibt ihr denn? Hier. Die große Nachfrage von Maiwein. Nicht jetzt, Mensch. Hoffentlich verpennt Frau Bebel nicht ihren Einsatz. Zehn Uhr hat's geheißen. Jetzt ist schon eins nach. Na, das fängt ja gut an. Ja, vielleicht haben Sie den falschen Sender eingestellt. Oder Ihre Uhr geht vor. 103,5. Wenigstens hat er so ausgemacht. Aber ich habe ja gleich gesagt, das funktioniert nie. Aber unser Bischof wollte ja nicht auf mich hören. Das wird eine einzige Blamage, sage ich Ihnen. Eine einzige Blamage. Was war denn das? In 30 Sekunden ist das soweit, Herr Bischof. Ach so. Radio St. Augustin. Da bin ich immer mal gespannt. Jetzt machen Sie doch nicht so ein Gesicht, Herr Selenius. Es wird höchste Zeit, dass wir auch mal auf den Busch klopfen. Haben Sie denn die richtige Wellenlänge eingestellt? Ja, ja, natürlich. 103,5.
Jawohl, ihr Christen, Mohammedaner und Heiden da draußen. Ihr habt ganz richtig gehört, das waren die Glocken von St. Augustin. Aber diesmal nicht zu Fuß durch die Luft, sondern über den Äther, über Ultrakurzwelle. Radio St. Augustin. Da-da-da-dam-dam. Das ist Radio zum Anfassen, das ist Radio zum Reinbeißen, das ist Radio zum Mitsingen. Und zwar nonstop, 24 Stunden am Tag. Und für diejenigen, die die Rollläden jetzt noch nicht hochgezogen haben sollten, hier gleich eine wichtige Information. Die Sonne scheint und von hier oben ist keine einzige Wolke zu sehen. Noch nicht einmal aus dem Schornstein der Firma Dannecker, denn die haben jetzt nämlich einen Filter. Sie können also ruhig ihre Wäsche wieder draußen aufhängen und ihre Geranien können aufblühen. Und jetzt halten Sie Ihre Tapeten fest. Meinen Segen habt ihr, meine Meinung behalte ich lieber für mich. Keine Angst, Herr Kelfmann, ich pass schon auf, dass die Jungs nicht durch die Decke gehen. Prost, Prost. Darf ich mir eine Bemerkung erlauben, Herr Bischof? Nein. Und das Ding lassen Sie hier stehen. Halt, wo gehen Sie denn hin? Entschuldigen Sie, aber ich muss dringend ins Pfarrhaus. Christen, Mohammedaner und Heiden. Die Packung muss sowieso 10 Minuten wirken. Sie passen auf den Laden auf, bis ich wieder zurück bin, ja? Ach. Mohammedaner und Heiden. Die Pygmäen und die Hottentotten hat er wohl vergessen. Ich glaube, mir platzt der Schnuller. Der hat endlich mal eine Tasse im Schrank, dieser Vollspringer. Herr Käffert, ja? Ich habe eine Wohnung. Danke. Was? Von wem denn? Von der Stadt. Aha. Ich hatte einen Antrag gestellt. Kann ich mal bei Ihnen telefonieren? Aber natürlich. Danke. Herr Kempfert. Ja? Sie haben es nicht vergessen, wegen heute Abend. Ohne Sie bin ich aufgeschmissen. Wenn ich gewusst hätte, dass ich bei dir den Nachhilfelehrer spielen muss in Latein, dann hätte ich dich doch lieber Französisch lernen lassen. Latein ist die Mutter aller Sprachen und des logischen Denkens. Das haben Sie gesagt. Ja, ja. Man sagt viel, wenn der Tag lang ist. Also dann, bis heute Abend. Danke. Tschüss. Tschüss. Ja, Sie haben ganz richtig gehört. Radio St. Augustin. Ta-ta-ta-ta-ta. Und wenn Sie jetzt den Knopf an Ihrem Radio genau da lassen, wo er jetzt steht, und Ihren Staubsauger mal kurz abstellen, dann erfahren Sie jetzt von unserer rasenden Reporterin Elke Biebel, welche fantastischen Sonderangebote der letzte Einzelhändler von Eberfeld, Otto Brenninger, für Sie auf seinen wackeligen Regalen bereithält. Ja, nichts wie hin, Leute. Und die Einkaufstasche nicht vergessen, denn bei Otto gibt es keine Plastiktüten. Und wohin auch mit dem ganzen Müll? Bio ist angesagt. Ist das Ihre Station? Radio St. Augustin. Also, Weißkraut 1. Und wann hören wir von Ihnen die erste Radiopredigt? Da können Sie lange warten. Wer mich hören will, der soll in die Kirche kommen. Ja, natürlich, Herr Lobsam. Könnte ich vielleicht ein bisschen früher vorbeikommen, weil da, wo ich arbeite, da ist mittags viel los. Doch, natürlich bin ich sehr interessiert. Ja, ja, es wird schon gehen. Ja, auf. Na, bekommen Sie die Wohnung? Ja, ich glaube, aber ich muss vorher noch persönlich vorbeigehen wegen der Formalitäten. Und ich weiß nicht, ob ich das noch vor Mittag schaffe. Die Wohnung geht vor. Ich kann Sie an der Pfarrer von Eberfeld. Frau Kanitz ist im Augenblick bei mir untergebracht. Aber das ist ja kein Zustand, nicht wahr? Ja, also hier die 3000 Mark wie abgemacht. Wollen Sie nicht nachzählen? Sagen Sie mal, sind Sie von einem guten Gast verlassen? Was soll das? Ja, das habe ich anfangs auch gedacht, aber diese unbürokratische Methode scheint ja hier in Ihrer Dienststelle üblich zu sein. Also ich finde das sehr flexibel. Herr Lobsam, sagen Sie. Ja, Lobsam. Er bearbeitet die Akte gar nicht. Lobsam, kommen Sie mal bitte zu mir rüber und bringen Sie den Antrag Kanitz mit. Nein, nicht gleich, sondern sofort.
Nehmen Sie doch Platz, Herr Pfarrer. Bitte. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, was diese Frau alles mitgemacht hat. Eine alleinstehende Mutter hat es ja heutzutage schwer genug, nicht wahr? Und dann dieser Unfall, das Krankenhaus. Ja. Diese Wohnung ist praktisch der erste Lichtblick in ihrem Leben. Was sind da schon 3000 Mark Kaution? Kaution? Was soll das, Lobsam? Seit wann verlangen wir Kaution? Kaution? Wie kommen Sie denn darauf? Mark, Herr Lobsam. Der Herr Pfarrer hier bringt mir 3000 Mark und behauptet, Sie hätten von Frau Kanitz Kaution verlangt. Das muss ein Missverständnis sein. Wir haben über Frau Kanitz Einkünfte gesprochen. 3000 Mark verdient sie doch monatlich als Kellnerin. Ach, so ist das. Ja, und ich dachte schon, ja, dann ist ja alles bestens. Dann kann ich also davon ausgehen, dass Frau Kanitz ihre Wohnung bekommt, auch ohne Kaution? Selbstredend, Herr Pfarrer. Die Sache ist mir äußerst peinlich. Und ich entschuldige mich in aller Form bei Frau Kanitz. Bitte richten Sie das aus. Das werde ich tun. Und wann kann Frau Kanitz mit Ihrer Wohnung rechnen? Herr Lobsam wird sich persönlich darum kümmern. Ich weiß nicht. Nicht wahr, Herr Lobsam? Ich werde sehen, was ich tun kann. Ich hoffe, dass damit die Angelegenheit aus der Welt geschafft ist, Herr Pfarrer. Ich auch, Herr Gerold. Ich auch. Dann kann ich also Frau Kanitz sagen, dass sie am nächsten 1. einziehen kann. Ja? Ja. Auf Wiedersehen, meine Herren. Auf Wiedersehen, Herr Pfarrer. Woher soll ich denn ahnen, dass diese dusselige Kuh gleich zu ihrem Pfarrer rennt? Die hat so einen verhuschten Eindruck gemacht. Wirst du doch von diesem Pfaffen nicht das Geschäft verderben lassen. Der kann doch nicht bis 3 zählen. Denn die Kanitz wird sich hüten, uns Scherereien zu machen. Nicht bis 3 zählen? Der hat dich über den Tisch gezogen, ohne dass du es gemerkt hast. Nee, mein Lieber, du sorgst dafür, dass diese Kanitz eine Wohnung kriegt. Und dann bete zu Gott, dass da nicht noch etwas nachkommt. Ist das klar? Da kann ich Ihnen jetzt schon sagen, dass Gott Ihr Gebet wohlwollender hören wird. Und Ihnen in seiner unendlichen Güte die Gnade der Reue, wenn nicht gar Zerknirschung, zuteil werden lässt. Sie sind mir ja ein schönes Duo. Sich an der Notlage anderer zu bereichern, ist ja wohl das Allerletzte. Und außerdem so dumm dreist. Vorsicht, Sie können uns nichts beweisen, gell? Das habe ich auch nicht vor. Wegen 2 faulen Äpfeln werde ich doch nicht den ganzen Apfelbaum zu Kleinholz machen. Nee, aber Sie... Sie werden dafür sorgen, dass Ihre Kautionen zurückgezahlt werden. Sonst kriegen Sie es mit mir zu tun. Haben Sie mich verstanden? Jetzt haben wir den Salat. Der bläst sich nur auf. Schluss jetzt. Sei froh, dass er keinen Wirbel veranstaltet. Und als nächstes besorgst du dieser Kanitz seine Wohnung. Das ist eine dienstliche Anordnung. Was Nerven, soll ich ja bis zum ersten eine Wohnung hernehmen? Dann ziehst du eben aus deinem Junggesellenparadies aus. Aber die Frau kriegt eine Wohnung. Was soll das? Komm, das verstehst du nicht. Und du, mach die Musikbox leiser. Hören Sie mal. Der riecht unheimlich, hm? Eine Atemübung. Können Sie auch mal versuchen, Herr Maywald. Fangen wir auch noch an. Es wird Sie sicher überraschen, wenn ich Ihnen sage, dass unser Halleluja zu Beginn auch nichts anderes als eine Atemübung war. Halleluja. Machen Sie mal.
Halleluja. Nein. Nee, mit dem Trick kriegen Sie mich nicht zum Halleluja singen. Und übrigens, was ich Ihnen schon sagen wollte, mit dieser toleranten Einstellung, da müssen Sie sich nicht wundern, dass die Leute Ihnen weglaufen. Hm? Guten Abend, Frau Kanitz. Guten Abend, Herr Frau. Alles klar. Am nächsten Ersten können Sie einziehen. Herr Lobsam lässt es sich nicht nehmen, sich persönlich darum zu kümmern. Und was ist damit? Wie heißt es im Alten Testament? Die linke Hand soll nicht wissen, was die rechte tut. Wie geht's, Rosi? Sie schläft. Frau Bebel ist bei ihr. Ach, drüben wartet Herr Strecker auf Sie. Charlie! Oh, den habe ich ja ganz vergessen. Also dann, gute Nacht. Gute Nacht, Herr Pfarrer. Tut mir leid, Charlie. Aber es ging nicht früher. Schon gut. Ich habe schon mal angefangen. Ja? Aber hier mit dem Ablativ komme ich irgendwie nicht klar. Also, im Deutschen gibt's ja auch nur 4 Fälle. Das sollte doch eigentlich reichen. Ja, anders habe ich auch immer gedacht in der Fahrschule, dass 4 Gänge reichen. Aber ein 5. ist ganz praktisch und so ist es mit dem ablativen Latein. Da kannst du jemand wie der Dichter Horaz ganz fantastische Sachen machen. Ich freue mich ganz besonders heute Abend den Bischof unserer Diözese, Herrn Neubauer. Ja, das ist doch... Guten Abend, Exzellenz. Guten Abend. Ich bin gleich wieder da. Da Sie schon einmal da sind, möchte ich Ihnen gleich eine Frage stellen, die wahrscheinlich jeder unserer Zuhörer Ihnen gerne stellen würde. Bitte? Warum macht die Kirche es uns einfachen, normalen Menschen so schwer, sie gern zu haben? Eben. Die Wahrheit ist, wenn es jedem Einzelnen gut geht, wenn jeder Einzelne stark ist, dann ist auch das Ganze stark. Da brauchen Sie nicht die eine Hälfte zu opfern, damit es der anderen gut geht. Sie glauben also wirklich, dass das Wasser auch manchmal aufwärts fließen kann. Ja, ich glaube Abendwunder. Aber die kommen nicht von selbst, die fallen nicht vom Himmel. Da müssen die Menschen nachhelfen. Sehr gut, Herr Kempfert, geben Sie sie. Mit eurer verlogenen Sozialromantik weckt er doch nur falsche Hoffnungen bei den Leuten. Und wenn dann das Unvermeidliche passiert, weil es passieren muss, was dann? Verlogen, Herr Dannecker, ist nicht das Christentum. Verlogen ist das, was Sie und die christlichen Bürokraten und christlichen Politokraten daraus gemacht haben. Der Mann bringt mich um. Der Mann hat recht, Wilhelm. Und die Wahrheit bringt keinen um. Nein, danke, Herr Deutz. Ich gehe lieber zu Fuß. Wiedersehen, Herr Kemper. Wiedersehen. Na los, setzen Sie sich. Name? Heidi Kanitz. Kanitz. Ah ja, da ist sie ja. Heidi Kanitz. Kirchplatz 1. Ledig ein Kind. Geschieden. Alleinstehende Mutter. Sie haben mir geschrieben, dass ich eine Wohnung bekommen kann. Bekommen? In Aussicht gestellt. Und wie ich Ihnen am Telefon bereits sagte, gibt es da einen Punkt, über den wir uns erst noch klar werden müssen. Sie sind doch in Arbeit. Ja. Naja, es ist ja schon mal was. Was heißt in Aussicht gestellt? Tja, sehen Sie, die deutsche Sprache verfügt über eine unglaubliche Fülle von Schattierungen. Zwischen eine Wohnung wollen und eine Wohnung zugeteilt bekommen, gibt es feine graduelle Abstufungen. Antrag stellen, Antrag begutachten, Antrag erwägen, Notlage berücksichtigen, Befürwortung in Aussicht stellen, bei der Vergabe berücksichtigen, in die engere Wahl ziehen, Antrag positiv entscheiden, Bezugsrecht erteilen. Ja, und das alles kann dauern, liebe Frau Kanitz, besonders wenn preiswerte Sozialwohnungen knapp sind. Dann haben Sie also keine Wohnung. Doch. Nur versetzen Sie sich mal in meine Lage. Ich habe 4.317 Antragsteller und 189 Wohnungen. All diese Schicksale.
bin ich der liebe Gott. Wie verdienen Sie? Im Monat, meine ich. Das weiß ich noch nicht. Ich habe gerade erst angefangen. Als Kellnerin in der Eberburg. Die Eberburg in Eberfeld? Das ist ja großartig. Das ist eine Goldgrube. Da kommen Sie ja im Monat leicht auf Ihre 2.000 bis 3.000 Mark inklusive Trinkgeld. Ja, meinen Sie? Mhm. Ja. Sie wissen ja gar nicht, was für ein Glück Sie da gehabt haben, Frau Karnitz. Nur, Entschuldigung, 90% meiner Antragsteller sind arbeitslos. Also herzlichen Glückwunsch. Damit haben sich Ihre Aussichten auf eine preiswerte Sozialwohnung wesentlich verbessert. Ja? Ja. Sehen Sie, also solvente Antragsteller werden natürlich bei der Vergabe preiswerter Sozialwohnungen besonders berücksichtigt. Unter diesen Umständen dürfte es Ihnen ja gar nicht schwerfallen, die erforderliche Kaution zu stellen. Kaution? Wie soll ich das verstehen? Na ja, also, sagen wir 3.000 Mark und die Wohnung gehört Ihnen. Hm? 3.000 Mark? Wo soll ich denn die hernehmen? Lassen Sie sich von Ihrem Arbeitgeber einen Vorschuss geben, das dürfte ja kein Problem sein. So, und übrigens müssen Sie mich jetzt entschuldigen. Eigentlich ist das Amt schon längst geschlossen und ich habe schon meine halbe Mittagspause mit Ihnen verplempert. Ach ja, und noch etwas, Frau Karnitz. Es wäre gut, wenn Sie die Angelegenheit diskret behandeln würden. Wenn sich nämlich herumspricht, dass wir bestimmte Antragsteller bevorzugt behandeln, dann gibt das nur böses Blut. Sie verstehen? Verstehe, Herr Lübsam. Verstehe. Ah ja, Frau Karnitz, es wäre auch gut, wenn Sie aus dem gleichen Grunde das Geld in bar vorbeibringen würden. Auf Wiedersehen. So, meine Herrschaften. War's für heute. Gibt's doch nicht. Das ist guter alter Hardrock und die Jungs, die mir das Tape geschickt haben, nennen sich Agent Orange. Sie sind wohl das einzig Gute, was aus unserem Nachbarort Guggenheim kommt. Denn wie alle Eberfelder wissen, ist aus Guggenheim noch selten etwas Gutes gekommen. Nicht nur haben sie unsere Eberfelder Kicker letzten Sonntag 4:0 eingeebnet, nein, sie wollen uns auch die letzte Feuchtwiese von Eberfeld wegnehmen und darauf 17 Tennisplätze anlegen. So geht's ja nicht. Wir können dem lieben Gott doch nicht seine letzte Feuchtwiese wegnehmen. Da kommt ja sein ganzer Schöpfungsplan durcheinander. Ohne Mücken keine Frösche, ohne Frösche keine Störche und ohne Störche keine Babys. Ja, denkt mal drüber nach. Und wenn ihr schon dabei seid, denkt mal darüber nach, ob ihr Lust habt, nächsten Samstag mit unserer Gemeinde nach Altötting zu fahren. Der Bus, den unser rühriger Gemeinderat Theo Stutz organisiert hat, ist erst halb voll. Die schwarze Madonna von Altötting soll ja schon einige Wunder vollbracht haben. Sie wird auch das Wunder... Eberbock vertreten, bis sie wieder zurück sind. Das wird Herrn Maywald aber gar nicht recht sein. Nee, Frau Karnitz, und der Eberbock hat die Frau Maywald das Sagen und nicht der Herr Maywald. Aber das sagen Sie bitte nicht weiter, gell? Sonst kommt er vielleicht noch auf dumme Gedanken. Naja, solange der rumbrüllen darf, ist ja auch alles in Ordnung. Sie können ja bis zur S-Bahn mein Fahrrad nehmen. Danke, Frau Böbel. Sie sind so freundlich zu mir. Aber die Rosi hole ich heute selber vom Kindergarten. Aber das mache ich doch gern, wenn Sie erst Ihre eigene Wohnung wieder haben. Und beim Maywald verdienen Sie ja auch nicht schlecht. Dann kommt schon wieder alles in Ordnung. Also dann auf Wiedersehen. Wiedersehen. Ich bin spätestens Mittag zurück. Ja, hier ist St. Augustin. Nein,
Der Herr Pfarrer ist nicht mehr da. Er ist auf dem Weg zu Ihnen, Herr Dannecker. Er ist halt ein bisschen später geworden, wegen unserem Radio St. Augustin. Was, das wissen Sie nicht? Ja, wir haben jetzt ein eigenes Radio auf UKW 103,5, ziemlich links. Es wird Zeit für die Nachrichten. 5 Minuten vor jeder vollen Stunde, so war es ausgemacht. Das ist doch gleich. Na ja, noch ein Titel und dann kommen Sie dran, okay? Ja, aber zur Not musst du vorher rausgehen. Es ist ganz wichtig, dass wir immer pünktlich sind. Ja, mach ich ja. Psst! Ich hoffe, dass unsere liebe Erna Steinmetz, die heute 90 wird, mit dieser Fassung ihres Lieblingsliedes gut in das 91. hinüberrutscht. Oma Steinmetz liegt übrigens im Diakonissenkrankenhaus, Zimmer 317. Vielleicht hat der ein oder andere ja mal Lust, bei ihr vorbeizuschauen. Und in genau 3 Minuten sind wieder die Nachrichten fällig. Bis dahin berieseln wir Sie mit dem meistgedrückten Titel aus der Musicbox unseres Stammlokals und kulinarischem Treffpunkt der Alkoholiker von Eberfeld, da bist du Eberburg. Mit den besten Empfehlungen von Kurt Maywald und seiner Frau Trude, die sich auf ihren Besuch freuen. Kulinarischer Treffpunkt für die Alkoholiker Eberfels? Du bist denn verrückt? Wenn der Maywald das hört, der sofort sein Geld zurück. Das ist doch keine Werbung! Lieber Herr Stutz, die Gestaltung der Werbespots liegt in der Verantwortung der Redaktion und nicht der Buchhaltung. So. Und wer hat die Aufträge reingeholt? Hm? Ich. Und wer wird letztendlich dafür verantwortlich gemacht, wenn hier ehrbare Geschäftsleute der Gemeinde durch den Kakao gezogen werden? Ich. Und wer wird den Laden dicht machen, wenn ihr so weitermacht, und zwar noch vor dem Rosenkranz heute Nachmittag? Sie bestimmt nicht. Nein, aber unser Bischof. Jedenfalls werde ich ihm das wärmstens empfehlen. Das Ganze ist sowieso der reinste nackte Wahnsinn. Ja, apropos Wahnsinn. Ihren Text da, den können wir so nicht senden. Wieso? Das habe ich selbst getextet. Eben. Hier. Der Christ in dieser unserer schnelllebigen und gottlosen Zeit braucht hin und wieder einen Tag der Besinnung und Einkehr, um seinem Leben wieder einen tieferen Sinn zu geben. Stimmt doch, oder? Tausende und abertausende gequälter Seelen und geschundener Leiber finden an den Stufen des Altars der schwarzen Madonna von Altötting Jahr für Jahr Labsal für ihre Zweifel und Gebrechen. Ja, genau. Ja. Noch haben wir ein paar Plätze in unserem Wallfahrtsbus am nächsten Samstag frei. Interessenten melden sich bitte im Friseursalon Theo Stutz beim Inhaber Theo Stutz. Theo Stutz ist auch gerne bereit, Sie in Fragen der Kosmetik und des Hairstylings zu beraten. Theo Stutz empfiehlt auch sein Sonderangebot zur Wallfahrt, Waschen, Tönen, Legen, alles zum Wallfahrtssonderpass. Das verstehe ich in der Werbung. Das hat Erfolg. Labsal für Ihre Zweifel und Gebrechen. Wallfahrtssonderpass. Wenn wir das senden, Herr Stutz, dann können Sie sich Ihre Wallfahrt nach Altötting sparen. Dann kommt die schwarze Madonna höchstpersönlich nach Eberfeld und lässt sich von Theo Stutz die Haare tönen. Das wird gesendet, so wie es dasteht. Keine Angst, Herr Stutz, lassen Sie mich mal machen. Ihren Bus bekommen wir schon voll, aber damit locken Sie nun wirklich keinen am Samstag von der Glotze weg. Und das mit dem Legen und Tönen, also das lassen wir lieber weg. Na, also wenn Sie Reklame für Ihre Dauerwellen machen wollen, dann kostet das nämlich was. Schnaps ist Schnaps und Weihwasser ist Weihwasser. Altötting ist umsonst, aber Ihre Dauerwellen kosten was. Oh Gott, die Frau Doktor. Nur noch 20 Sekunden, Sie sind dran, Herr Badusch. Los, schnell. Nein. So, warten Sie, fertig? Jetzt. Es ist genau 11:55. Oh, ich korrigiere, es ist 11:55. Im Mittelpunkt der Nachrichten von St. Augustin, zusammengestellt von Klaus Badusch, steht heute und auch in Zukunft die Entwicklung im Werk Eberfeld der Dannecker AG. Werk Eberfeld ist immerhin so eng mit unserer Stadt verbunden wie Rom mit dem Vatikan. Und wenn der Vergleich erlaubt ist, auch in Rom würde man sich Sorgen machen, wenn die Schweizer Garde beschließen würde, den Heiligen Stuhl zu übernehmen und den Vatikan in eigener Regie weiterzuführen. Deshalb sei es auch uns hier erlaubt, uns Gedanken zu machen, wenn man sich im Werk Eberfeld nicht im Klaren ist, wer eigentlich die Geschäftsleitung hat. Leo Busche, Jutta Dannecker oder Wilhelm Dannecker? Ja. Eigentlich hat er ja recht. Naja, recht haben und recht behalten, das sind zweierlei Stiefel. Schwester Sophie hat zum Beispiel recht, wenn sie behauptet, dass ich schon längst tot sein müsste, aber ich lebe noch. Und ich werde auch noch den Tag der Hochzeit meiner Tochter erleben und deshalb habe ich sie hergebeten. Mir fehlt nämlich noch das passende Hochzeitsgeschenk und da habe ich mir gedacht, schon im Interesse meines Schwiegersohns,
der sicher noch partout in den Kopf gesetzt hat, Werk Eberfeld auf Teufel komm raus zu retten. Und im Interesse der guten Beziehung zwischen meiner Tochter und ihm, Leo Busche, Werk Eberfeld, zu übergeben. Ach, Sophie, holen Sie doch bitte unseren Mann Pfarrer ein Stück Rhabarberkuchen. Ja? Nein, nein, lass schon gut, Herr Kempfert. Herr Tanniker will mich nur los sein. Kluges Kind. Wenn ich mal abkratze, kann ich Sie Ihnen wärmstens empfehlen. Sie müssen noch ziemlich einsam sein da drüben in Ihrem Pfarrhaus, seit Ihre Schwester weg ist. Ich bin eigentlich froh, wenn ich alleine bin. Sie wissen ganz genau, wie ich das meine. Jeder Mensch braucht einen Menschen, dem man nichts vormachen kann. Und Schwester Sophie kann keiner was vormachen, nicht einmal ich. Und Sie schon gar nicht. Ich will doch auch keinem was vormachen. Doch, Herr Kämpfer, doch. Sie wollen sich und anderen vormachen, dass der Schöpfer des Universums und der Erde ausgerechnet im Fall Eberfeld ein Auge zudrückt und ein kleines Wunder tut. Nein, das habe ich nie gesagt. Aber gedacht. Denn was Sie von uns fordern und was Sie den Arbeitern gegenüber mehr als einmal geäußert haben, es läuft aufs Gleiche raus. Herr Dannecker, die Menschen haben ein Recht auf ihren Arbeitsplatz. Das steht nicht nur im Grundgesetz. Das ist ein lebendiges Recht. Ein Recht, für das unsere Väter und Großväter ihr Leben eingesetzt haben. Da kann jetzt keiner kommen und Ihnen eine schlaue Rechnung aufmachen. Oder noch schlimmer, Sie belügen. Und das tut Leo Busche doch, wenn er Ihnen nicht sagt, dass demnächst jeder Dritte oder Vierte gehen muss. Aber wenn es doch zum Wohl des großen Ganzen sein muss? Herr Dannecker, mit diesem Spruch wird und wurde schon so viel Schindluder getrieben. Vollbringen, den Bus von unserem Theo Stutz zu füllen. Außerdem wird unsere Reporterin Elke mit an Bord sein, um vor Ort zu überprüfen, was an der Sache dran ist. Abfahrt also nächsten Samstag nach der Frühmesse vom Kirchplatz. Karten gibt es im Friseursalon Theo Stutz. Ach, eine Katastrophe, die Frau Kranitz. Hm? Wahrscheinlich hat das mit der Wohnung nicht geklappt. Und jetzt ist auch noch die Rosi krank. Und wie kann ich helfen? Ja, ich weiß es auch nicht. Vielleicht sollten Sie mal mit ihr sprechen. Die Frau tut mir so leid. Und jetzt auch noch die Sache mit dem Kind. Naja, also so schlimm kann es ja wohl nicht sein. Die Rosi hat sicher irgendetwas gegessen, was ihr nicht bekommt. Und mit der Wohnung, das wäre ja fast zu schön gewesen, um wahr zu sein. Ja, und der Herr Maywald ist ja auch schon so sauer. Hoffentlich bereut er es nicht, dass er sie angestellt hat. Und ausgerechnet heute, wo doch die Frau Maywald gar keine Zeit hat, wo die doch heute dieses Meeting hat. Was für ein Meeting? Ach ja, ich bin auch eingeladen. Ich wollte Sie immer schon einmal fragen, was heißt denn eigentlich New Age? New Age? Sie meinen, dass die Frau Maywald in der Eberburg eine New Age-Veranstaltung macht. Mhm. Und diese Luise Hollerbeck, die das Buch geschrieben hat, Wanderung der Seele, die kommt auch. Na dann, viel Spaß. Ja, ist das was Schlimmes? Nein, nein, Frau Bebel. Wenn Sie der Gedanke nicht stört, dass Sie im früheren Leben vielleicht mal Laubfrosch waren. Aber Herr Pfarrer. Marion, das Gulasch und die Rippchen. Einmal Gulasch. Aber um 4 muss ich zur Schwangerschaftsgymnastik. Mhm. Schwangerschaftsgymnastik? Was soll denn der Quatsch? So eine Art Hebammen-Aerobik oder was? Deine Mutter hat dich ohne jegliche Gymnastik zur Welt gebracht. Und fehlt dir was? Ja. Mit mir kann man es ja machen. Die heilige Dreifaltigkeit. Zapfen, bedienen und jetzt auch noch kochen. Grüß Gott, Herr Maywald. Ja, schön, dass Sie kommen. Da können Sie da drüben mal eingreifen. Da ist der Affe los. Was soll ich denn jetzt schon wieder gemacht haben? Nichts. Nichts, das ist es eben. Sie schauen seelenruhig zu, wie unter Ihren Augen im Schatten des Kirchturms das Sektenleben blüht und gedeiht. Ach, Sie meinen diese Veranstaltung? Ja, und ich Idiot, lass mich von meiner Frau noch breit quatschen und jetzt stehe ich da. Riechen Sie das? Räucherstäbchen. Ja, jedenfalls besser wie der Zigarettenqualm. Mit Ihnen rede ich doch gar nicht. Sehen Sie zu, dass die Frau Kranitz sich eine Schürze umbindet und endlich anfängt hier zu servieren. Kaum 3 Tage da, aber schon Vorschuss haben wollen. Das haben wir gern. Gymnastik, Aerobik. Also Fieber hat sie keins. Und wenn, dann nur ganz leicht. Kein Wunder, dass es dem Kind schlecht wird. Lass doch mal ein bisschen Luft rein. Kommen Sie, Frau Kranitz, ich bring Rosi ins Bett. Komm, jetzt kriegst du einen Tee und schläfst schön. Morgen früh geht's dir viel besser, gell?
Mama. Hier, schön, ich komm gleich nach. Ja, komm. Jetzt erzählen Sie mir mal, was auf dem Amt los war, ja? Da gibt's nichts zu erzählen. Also. Können Sie mir 3000 Mark leihen, Herr Pfarrer? Wofür? Das kann ich nicht sagen. Haben Sie kein Vertrauen? Können Sie mir das Geld geben oder nicht? Darf ich mal raten? Sie brauchen es für die Wohnung, oder? Bitte, Herr Kempfert. Da kann man nichts dran ändern. Nee, Frau Karnitz. Man muss sich nicht alles gefallen lassen. Hat der Beamte tatsächlich 3000 Mark von Ihnen verlangt? Bitte, Herr Kempfert, machen Sie mir keinen Ärger. Irgendwie kriege ich die Kaution zusammen und dann habe ich eine Wohnung für Rosi und mich. Kaution? Für eine Sozialwohnung? Aber Frau Karnitz, das ist ja Bestechung. Und es gibt Mittel und Wege, dem Herrn das Handwerk zu legen. Ja, und dann? Da draußen stehen 3000 Leute und warten auf eine Wohnung. Da glauben Sie im Ernst, wenn Sie jetzt hingehen und mir Ärger machen, dass Sie mir dadurch helfen? Wie heißt der Mensch? Nein. Frau Karnitz, ich verspreche Ihnen, ich mache Ihnen keinen Ärger. Sie bekommen Ihre Wohnung. Aber dazu muss ich natürlich wissen, wie dieser Herr heißt, der die Kaution haben will. Lobsam. Was für ein schöner Name. Und wo finde ich Herrn Lobsam? Sie gehen jetzt drüber ins Pfarrhaus und kümmern sich um Ihre Kleine. Und sagen Sie, Frau Bebel, falls jemand zum Beichten kommt, sie soll den Leuten sagen, dass ich mich etwas verspäte, ja? Was ist denn? Geht sie jetzt oder wie? Ja, sie muss sich um ihre Tochter kümmern, aber keine Angst, es kommt noch schlimmer. Ich brauche schnell mal 3000 Mark. Und wie ich Sie kenne, haben Sie doch bestimmt was Bares unter der Matratze. Es ist nicht für Frau Karnitz. Es ist für mich. Ich brauche das Geld auch nur für ein paar Stunden. Bitte, Herr Maywald. Wann kriege ich es wieder? Heute Abend. Okay, warten Sie. Halt! Halt! Wie schickt mir der Himmel, Herr Metzger? Können Sie mich schnell rüber nach Frankfurt fahren? Bei der Gelegenheit können wir dann die Wallfahrt nach Altötting besprechen. Hey. Auf dem Rückweg kann ich ja dann fahren. Wir müssen doch dringend die Anfahrt am Berg üben. Da hapert es bei mir nämlich noch. Nach Frankfurt? Ja. Ich wollte gerade eine Kleinigkeit essen. Na, wollen wir das nicht alle, Herr Metzger? Herr Kempfert. Schalten Sie doch mal das Radio ein. Wir rühren nämlich schon kräftig die Werbetrommel für Ihre Wallfahrt. Ich weiß, Anmeldung ist Zimmer 217. Aber ich denke, es ist Ihnen lieber, wenn ich den Behördenweg etwas abkürze und das Geld Ihnen persönlich abgebe. Ja, mein Name ist Kempfert. Ich komme im Auftrag von Frau Karnitz. Herr Lobsam war so entgegenkommend, ihr eine Wohnung beschaffen zu wollen. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie dankbar ich Ihnen bin. Kempfert. Adam Kempfert. Ich bin da.